Wir haben einen großartigen Trainer bei uns, der fantastische Arbeit macht und der auch diese Situation mit uns gemeinsam lösen wird. Unterstützen, indem man spricht, indem man diskutiert, indem man eben Gespräche auch führt, zur Seite stehen, hinter ihm stehen, vor ihm stehen, was immer der Verein auch tun kann, das tun wir. Und wie er es gerade gesagt hat, momentan ist es ein bisschen dunkel, aber wir sind überzeugt, dass wir in unserer Arbeit auch wieder das Licht sehen werden. Und dann sind wir eben eine Mannschaft, die eben auch solche Schwankungen durchaus erleben kann. Das ist für uns jetzt nicht völlig überraschend. Das ist natürlich doof, wenn du keinen Punkt hast, dann sitzt du hier ein bisschen ohne Argumente. Aber wir sind einfach überzeugt, dass wir die Argumente bringen werden irgendwann und dann eben unseren Weg nachhaltig, kontinuierlich weitergehen. Bei euch war es vergessen, bei uns war es nie vergessen. Bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, wir haben Demut gelernt in der Phase, wo es schwierig war. Wir haben nie die Zeit vergessen. Lucien Favre hat immer wunderbar den Satz gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Das haben wir immer gesagt, das habt ihr aber nicht ernst genommen. Ihr habt immer gesagt, ja, jetzt sind sie raus und jetzt werden sie immer die Geschichte positiv schreiben. Nein, für uns war klar, dass es auch wieder eine harte Zeit geben wird, dass eine Zeit geben wird, wo man auch wieder nicht Durchhalteparolen prognostiziert oder raushaut, sondern Fakten versucht zu erklären, dass der eine mehr Fakten haben möchte, der andere sie gar nicht hören möchte, um einfach irgendwelche Polemik zu verbreiten. Das ist normal, das ist unser Geschäft, dagegen wehren wir uns auch gar nicht, mit dem gehen wir um. Wir versuchen aber für uns immer diese Sachlichkeit an den Tag zu legen, das, was eben für uns möglich ist, mit der Mannschaft zu arbeiten, weil am langen Ende nicht wir hier in der PK, nicht irgendwo werden dann diese Punkte geholt, sondern wirklich dann auf dem Platz. Und das heißt eben die Mannschaft.